Wenn man auf YouTube The Day Before eingibt, findet man unter den ersten Top-Suchen auch The Day Before Money Glitch. Und das hat natürlich seine ganz eigene Ironie, wenn man bedenkt, dass die Entwickler gerade ihren eigenen Real-Life-Money-Glitch versucht haben. The Day Before ist kompletter Betrug am Spieler. Fantastic hat einen Zombie-Survival-Open-World-MMO mit Crafting angekündigt und mit gefakten Trailern und großen Versprechen einen Riesenhype ausgelöst. Geliefert haben sie dann einen aus billigen Assets zusammengeklöppelten Extraction-Shooter auf unterstem Niveau, der im aktuellen Zustand gerade mal so als schlechte Alpha durchgeht. Und kurz nach Release haben sie jetzt auch ihr Studio komplett dicht gemacht und alle offiziellen Kanäle gepurged. Es liegt jetzt natürlich nahe zu vermuten, dass die Entwickler als Evil Masterminds die ganze Show von Anfang an genauso geplant hatten und gestern mit ihrem Transporter schön zum Steam-Geldautomaten gefahren sind, das Konto leergeräumt haben und jetzt bereits mit den Cocktails am Strand liegen. Ich glaube allerdings, dass die Chefs von Fantastic sogar zum Scammen zu blöde sind und die Wahrheit tatsächlich etwas komplexer, aber damit auch interessanter ist. Bevor wir aber weitermachen, ein wichtiger Hinweis. Zum aktuellen Zeitpunkt ist sehr vieles noch unklar. Das meiste wird erst in den nächsten Tagen, Wochen und Monaten ans Tageslicht kommen, manches vielleicht sogar nie. Mein Video ist deshalb zu einem gewissen Grad auch Spekulation. Ich denke nachvollziehbar und fundiert, aber trotzdem Spekulation. Ich bleibe bei dem Thema auf jeden Fall am Ball und werde mit neuen Fakten dann auch meine Einschätzung erweitern und überarbeiten, aber bleibt auf jeden Fall ein bisschen skeptisch. Sei es bei meinen Aussagen oder auch bei anderen Content-Creatern. Vor allem, wenn sie euch die einfache und komplette Wahrheit versprechen. Denn die kennt aktuell noch niemand. Außer vielleicht die Gründer von Fantastic. Aber zurück zu The Day Before. Wir können ja ein Gedankenspiel machen und überlegen, wie würde der perfekte Scam aussehen? Der Anfang ist, mit einer guten Idee, blumigen Worten und coolen Trailern einen gigantischen Hype auszulösen. Dabei schön dran denken, beliebte Keywords wie Crafting, Survival, Zombie, Open World oder MMO mit einzubauen. Dieser erste Schritt ist Fantastic hervorragend gelungen. Mit dem Reveal schießt The Day Before direkt an die Spitze der Steam Wishlist Charts. Das ist Anfang 2021 der absolut heiße Scheiß und für einen Release Mitte 2022 geplant. Die Ankündigung knapp ein Jahr vor der Veröffentlichung? Ein guter Zeitraum, um Momentum aufzubauen und auch Neugier, aber auch nicht allzu lange, um schon wieder Interesse einzubüßen und den Leuten zu viel Zeit zum Nachdenken zu geben. Aber Anfang 2022 gibt es dann schon den ersten Stolperstein. Zwar ist The Day Before immer noch Most Wanted auf Steam und ein Wechsel von der Unreal Engine 4 auf die neue Version 5 soll das Spiel, Zitat Entwickler, noch fantastischer machen und auch eine bessere Open World ermöglichen. Allerdings verzögert sich der Release dadurch um mindestens 9 Monate. Die Erklärungen klingen nach typischem Marketing-Bullshit, aber andererseits sind Verschiebungen zwar nervig, in der Spielebranche aber auch wahrlich keine Seltenheit. Für unseren Scam ist das Ganze aber gleich doppelt schlimm. Erstens werden die Leute immer quengeliger und ungeduldiger und haben auch mehr Zeit, sich unseren Trailer genauer anzuschauen. Gar nicht gut für uns. Aber zweitens ist das ganze Geld der Opfer immer noch in ihrem eigenen Sparschwein und nicht auf unserem Konto und wir sitzen immer noch nicht bei Blackjack und Nutten in Las Vegas. Nun gut, machen wir den Longcon. Und eventuell können wir jetzt auch noch ein paar mehr Schäfchen um ihr Geld erleichtern. Problem? Irgendwie müssen wir die Leute auch bei Laune halten. Und ein netter Atmo-Trailer mag vielleicht zum Reveal genügen, aber irgendwann wollen selbst die gehyptesten Fans auch mal was Echtes und zusammenhängendes Gameplay sehen. Und wir haben halt nicht mal eine halbwegs zusammenhängende Laufwege Alpha mit den versprochenen Features. Wie sollen wir das machen? Fuck! Hilft erstmal nur aussitzen, aber das kostet natürlich Vertrauen. Kurz darauf kommt dann auch noch raus, dass wir bei unserem Studio einen Haufen unbezahlter Mitarbeiter haben, die wir mal ganz nett als Volunteers bezeichnen. Das ist schon keine gute Idee für eine professionelle Spieleentwicklung, denn freiwillige Amateure sind keine zuverlässigen Mitarbeiter und erlauben auch keine vernünftige Planung. Für unseren Scam ist die Idee eigentlich noch dümmer. Denn je mehr Menschen in unserer Betrugsmasche mitmachen, und sei es auch nur am Rande, desto größer ist die Gefahr eines Leaks. Und bevor wir unser Geld eingesackt haben, soll ja niemand checken, dass alles nur Fassade ist. Und vor allem brauchen wir eigentlich nur einen halbwegs kompetenten Entwickler, um die vorhandenen Assets aus dem Unreal Store mit ein paar Scripts zusammenzunageln und damit den Anschein eines funktionierenden Spiels zu wahren. Und das reicht für unsere Zwecke ja völlig aus. Und die ganze Kontroverse geht zudem jetzt auch noch einmal komplett durch die Medien und die Influencer-Sphäre und kritische Aufmerksamkeit ist echt das allerletzte, was wir wollen. Mit ein paar bekloppten Statements können wir den Schaden vielleicht noch begrenzen, aber das Misstrauen nimmt zu. Die Idee mit den Volunteers war also scheiße. Aber hilft ja alles nichts,
weitermachen, Las Vegas nutzen und Blackjack warten. Aber dann schon der nächste Super-GAU. Im Januar 2023 fliegen wir sogar von Steam. Und da wollen wir schließlich unser Geld verdienen. Dagegen sind Verspätungen und andere Kontroversen ein Kinkerlitzchen. Der Hintergrund ist ein Streit um die Namensrechte. Das kriegen wir nach einer Weile dann zwar wieder auf die Kette, der Schaden ist aber angerichtet und immer mehr Leute nehmen das Spiel ganz genau unter die Lupe. Und es fallen immer mehr Ungereimtheiten auf. Und selbst unsere Hype-Trader kommen nicht mehr so gut an und auch die, nennen wir es mal nett, Inspirationen, die wir uns bei anderen Spielen geholt haben, werden jetzt bemängelt. Verdammt, das Fußvolk kommt uns auf die Schliche. Und all das nur, weil wir so lange brauchen. Deshalb jetzt nochmal alles geben. Das ganze Gerümpel, das hier rumliegt, einfach ganz notdürftig in den Sack stecken, Schleife drumrum und den Müll dann als Early Access veröffentlichen. Ich meine, da müssen wir kein komplettes Spiel vorweisen und können bei Problemen einfach auf zukünftige Patches und Verbesserungen verweisen. Ist ja Early Access und kein richtiger Release, Herr Kritiker. Dazu hauen wir dann einfach noch ein kackfreches Statement raus, um die Leute so richtig schön zu gaslighten und ab geht die Sause. Hey, Todd, wo kommst du denn her? Klar werden schon viele direkt zum Release merken, dass unser Game totaler Schrott ist und auch gleich einen Refund bei Steam beantragen. Aber wir haben es andererseits irgendwie trotzdem geschafft, uns einen Rudel blinder Fanboys plus ein paar Influencer-Deppen anzulachen, die gegen jede Vernunft unseren offensichtlichen Kackhaufen als Kaviar verkaufen wollen. Ich meine, total lost die Boys, aber genau solche brauchen wir. Und wenn wir die Server so richtig mies machen, dass die meisten ihre 2 Stunden Refund-Zeit in der Warteschlange verbringen, dann ist nochmal ein bisschen mehr von der Kohle sicher. Die Idioten haben ja auch nichts gegen uns in der Hand. Klar, unser Game ist komplett grottig, aber schlechte Spiele sind ja nicht verboten. Ich meine, sonst hätten wir immerhin ein paar Kollegen von Ubisoft und Activision Blizzard mit in der Zelle. Das alleine ist also kein ausreichender Grund, das Geld zurückzufordern. Jetzt müssen wir nur noch ein paar Wochen durchhalten. Die gar nicht so wenigen Clowns, die unseren schon trotzdem spielen, können wir in der Zeit ja noch komplett abmelken. Und um sie bei Laune zu halten, reicht einfach alle 14 Tage ein kleiner Beta-Patch mit einem halben Bugfix, einem entfernten Exploit. Ich meine, das geht anscheinend auch bei einem Milliardenkonzern mit Hunderten von Angestellten als Arbeit durch. Da kann uns dann ja wohl keiner einen Strick draus drehen, oder? Hey, was machst du denn schon wieder hier, Todd? Sobald König Gaben uns dann unser Blutgeld ausgezahlt hat, lassen wir das Spiel dann einfach langsam sterben und feiern dann schon lange, richtig, in Las Vegas! Und was wir ganz sicher nicht machen, ist direkt 4 Tage nach Release unser Studio zu schließen und damit unseren ganzen Betrug für alle unbestreitbar offensichtlich zu machen. Und damit wahrscheinlich auch auf das ganze Steam-Geld zu verzichten. Klar haben wir dann ein paar Jahre schön auf Kosten unseres Publishers und auch anderer Investoren gelebt, aber der ganz große Cash-Out sieht dann doch anders aus. Irgendwas ist hier gewaltig schiefgelaufen. Und damit, meine Damen und Herren, sind wir nun im Heute angekommen. Für mich sind Fantastic keine kriminellen Meisterdiebe mit einem großen Masterplan, sondern einfach nur inkompetente Stümpe, die es nie geschafft haben, aus einer soliden Idee ein auch nur ansatzweise funktionierendes Spiel zu machen und die in ihrer aggressiven Hilflosigkeit dann jahrelang gelogen und betrogen haben, bis ihnen ihr ganzes Kartenhaus um die Ohren geflogen ist. Auf weitere Details, und die werden auf jeden Fall rauskommen, bin ich jedenfalls super gespannt. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich wirklich sehr über ein Like und ein Comment freuen. Und wenn ihr weitere Videos zu diesem Thema nicht verpassen wollt, lasst mir auch gerne ein Abo da. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Ciao.